Moin, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge Roots of Pacha. Wir sind zurück in der Höhle beim Affen. Und zwar möchte ich ihm jetzt ganz gern einmal Mehl übergeben. Das hat er angenommen und ich hoffe, wir liegen richtig. Ja, perfekt. Ja, ich bin bereit für die Prüfung. Ich hoffe, es ist jetzt nichts allzu Schweres, wo ich eine halbe Stunde dran sitze. Wir müssen irgendetwas machen. Mach mit und zeig mir, welchen Rhythmus. In welchem Rhythmus du dich bewegst. Nutze meine Kraft, um über Plattformen zu springen. Puh, wow. Hebe und senke die markierten Pfade, indem du das Instrument mit dem zugehörigen Symbol spielst. Okay, alles klar. Bam, 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 bam. Süß. Und jetzt müssen wir quasi. Das hier wieder heben. Die. Genau, mit der Flöte. Ist das auch zeitlich begrenzt? I don't know. Irgend so ein rotes Teil finden. Wahrscheinlich muss ich halt doch wirklich hier nochmal rüber. Um dann nochmal irgendwas anderes zu offenbaren. Hatte ich hier gestartet? Weiß es nicht mehr. Ich gehe mal hier weiter. Da komme ich jetzt auf jeden Fall rüber. Weil ich ja den Grün hatte. Muss ich da? Muss man gerade so einen kleinen Überblick haben. Da komme ich nicht rüber. Da muss ich dieses rote Teil pusten oder was auch immer das ist. Hier. Komme ich hier rüber? Nee, dafür muss ich blau. Okay, ich muss also einmal blau spielen. Das ist schon kompliziert. Schon ein bisschen. Komme ich da jetzt wieder rüber? Ne, da komme ich nicht rüber. Ist noch nicht aktiviert. Das ist auch noch nicht aktiviert. Okay. Dann muss ich. Das da ist aktiviert. Aber ich möchte erst auf die andere Seite. Ich möchte erst gucken, was da ist. Hier komme ich nämlich weiter, bin ich der Meinung. Genau, weil das dann nämlich höher ist. Ja, da komme ich zu diesen roten Teilen. Zu diesen hier. Ach du meine Güte. Oh. Hoppala. Aus Versehen zu weit gesprungen. Jetzt müsste ich wieder den Grünen spielen. Ich gehe hier lang. Super. Ich wollte nämlich eigentlich hier runter. So eine Rätsel am Abend liebe ich ja. Okay, jetzt bin ich hier wieder. Sehr schön, jetzt komme ich hier rüber. Hier war ich doch schon noch nicht. Hier muss ich nochmal den hier drücken. Also da pfeifen, meine ich.
Ah, da war ich doch vorhin schon. Bin ich doch schon rüber, oder nicht? No. War ich hier schon? Wow. Jetzt weiß ich wirklich nicht mehr wohin. Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Oh mein Gott, Gott sei Dank. Frag mich bitte nicht, wie ich das geschafft habe. Ich hab's geschafft. Oh mein Gott. Puh, okay. Mach große Sprünge und tanze nach deinem eigenen Rhythmus, kleiner Stern. Du darfst meine Kräfte von nun an nutzen. Oh, danke schön. Puh, okay. Ich habe wirklich gedacht, das dauert jetzt eine ganze halbe Stunde, bis ich hier durch bin. Aber Gott sei Dank müssen wir nicht so lange warten. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Upp. Was hat er hier zu quatschen? Aha, wie cool. Lokro, das ist quasi dann so dieses Geschenk, was wir jetzt bekommen haben, weil wir das ganz gut gelöst haben. Sehr schön. Na gut. Da ist ein Amnestie. Oh mein Gott. Yes, darauf habe ich die ganze Zeit gewartet. Einfach nur so, weil ich den schön finde. Oh wow. Oh my goodness. Schnell hier durch. Muss jetzt mal gerade wieder in die eigentliche Richtung hier gehen. Ich dran vorbeigehen? Ja, perfekt. So lobe ich mir das. Aber die hier nehme ich mit, weil die brauche ich bestimmt auch noch mal so, um Sachen abzugraden. Gehen wir jetzt zurück zum Land. Okay. Sehr schön. Tja, Leute, was können wir machen? Was können wir machen? Wahrscheinlich heute jetzt gerade gar nichts mehr. Es regnet ja auch. Wir können aber den Tag quasi nochmal einmal überspringen. Die Pflanzen sind ja gegossen und alles. Ist alles super. Wir können ganz entspannt gucken, ob wir uns jetzt das Dings abholen können. 10 Ring des Herbstbaums abgeschlossen. Wo ist er? Im Haus. Und Teti und Ron haben einen festen Platz zum Knochenspielen gebaut. Sehr cool. Dann gucken wir gleich mal, wo Wok ist und holen uns den Ring ab. Oder was auch immer das ist. Dann gucken wir mal, ob wir irgendwas freigeschaltet haben. Das wäre ja sehr, sehr cool. So, ist der Gute schon wach? Normalerweise ist er ja immer frühzeitig wach und geht. Nee, er schläft noch. Ja, ich warte mal hier vor dem Haus, damit er mir nicht wieder entwischt. Der gute Alte. Ah, da unten. Ja, wie cool. Also, ich sag mal so, ne? Der Clan hat sich vergrößert. Und zwar hat der Clan hier unten etwas gebaut. Hier eine Aussichtsplattform. Da. Hier hat es was gebaut. Hier. Hier. Da oben.
das hier, das da oben zum Jagen. Hier haben die was hingebaut. Hier hinten die Hängematten, dann das. Also ich würde grundsätzlich sagen, dass mein Clan. Oh, und den Platz haben sie gepflastert. Ich würde sagen, dass mein Clan super viel schon geschafft hat. Und ich habe keine richtigen Aufträge mehr. Hier. Ich habe keine Aufträge mehr. Das bedeutet, glaube ich, dass wir fast am Ende des Spiels angekommen sind. Ich bin wirklich sehr gespannt, was noch so auf uns zukommt. Die größten Sachen, die ich jetzt halt nur noch so hätte, wären dann tatsächlich eine Familie gründen. Und mehr auch gar nicht. Ich glaube, dann ist es so richtig ein sehr erfüllendes Spielerlebnis. Muss ich schon sagen. Hat mir richtig viel Spaß gemacht. Bin mal sehr gespannt. Ich weiß, dass wir zwei Kinder haben können. Aber sehr cool. Danke dafür. Richtig, richtig gut. Haben wir jetzt irgendwas abgeschlossen? Tief im Verborgenen. Sie gewannen Kräfte aus funkelnden Steinen. Wird noch geschehen. Ja, doch geschehen. Sie verschmolzen kalte Steine, um sie stärker zu machen. Wird auch noch geschehen. Ja, vielleicht. Oh, da unten ist er. Da unten ist er. Nicht weglaufen. Halt. Halt. Denkt, dass das Werkzeug, das es war, verbessert werden kann, ist sich aber noch nicht sicher, wie. Muss ich da jetzt echt alle erstmal erlernen? Noch fünf. Das wäre jetzt aber sehr blöd. Das wäre doof. Können wir hier irgendwas tauschen? Hallo? Gibt es hier irgendwas Schönes zu tauschen? Rosmarin, gerne. Oh, und Kompost, gerne. Oh, die muss ich ja eigentlich behalten, ne? Muss ich ja eigentlich behalten. Steine bringen gar nichts. Ich hätte eigentlich ganz gern alle Sachen davon. Ja, nee, komm, lassen wir es. Wäre jetzt auch nur so blöd. Weil ich brauche die Sachen eigentlich. Wenn ich dann wirklich so viele Sachen herstellen muss, meine ich, dann ist das, dann spare ich die Sachen lieber. Das ist es mir dann nicht so wert, wenn ich die jetzt wirklich alle, ja, tauscht hätte. Das wäre blöd gewesen. So, der Käse hier ist fertig. Käse aus Hafermilch und Pilzen. Das muss Schimmelkäse sein. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, unsere Tomatoes sind gut. Sehr schön. Unser Honig aus Tomaten. Honig von Tomate. Das ist ja auch geil. Der Sonnenblumenhonig, der hat mir irgendwie besser gefallen, bin ich ehrlich. Das müsste Wild. Nee, Honig aus Sesam. Ja, cool. Nochmal schön hier. Eine Wildmandel. Ich weiß. Hallo? Bitte nicht den Weg auseinander. Nein! Bitte nicht den Weg auseinandernehmen, wollte ich sagen. So. Kann ich da eine Frucht reintun? Nee, kann ich nicht. Oh, aber ich kann eine Tomate da safe reintun. Jo. Geil. Okay, gut. Ich würde sagen, diesmal eine etwas kürzere Folge. Wir sehen uns wieder, wenn unsere kleine süße Family Babys bekommt. Eins, zwei, je nachdem, was es, wie es aussehen wird, was es wird. Und so weiter und so fort. Wir können ja mal gerade
nochmal mit unserem frischgebackenen Ehemann sprechen. Wäre es nicht super, wenn Wolf und Bestie sich eines Tages treffen würden? Durfte er ihn nicht mitnehmen? Oh, er hat uns eine Blume geschenkt. Wir küssen ihn. Mua. Sehr süß. Einmal tanzen. Uga, uga, uga. Und dann hoffentlich gibt es bald Nachwuchs. Das wäre süß. Sehr cool. Okay, ja, also. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und ich hoffe, dann ist unser Charakter kleine Blume schwanger. Mal gucken. Ich bin sehr gespannt, wie das aussehen wird. Ich bin sehr gespannt, in welcher Art und Weise das vorkommt. Er geht. So, das ist das Zeichen. Also, nochmal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.